Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update des Simplex-Wurf. Ich habe gerade Mikrowürmchen reingeschmissen und wollte euch mal zeigen, wie die Kleinen hier schon am Futtern sind. Der eine ist weiß, ich weiß nicht warum. Die anderen sind nämlich alle dunkel. Ist aber auch kein Splendens Baby, denn das andere, denn da ist noch ein anderes. Kann natürlich sein, dass die heller werden. Aber das sieht man schon richtig gut. Die haben schon richtige Flossen und schaut mal, wie er isst. Und dann der Größenvergleich. Gut, der eine, der frisst da die ganze Zeit, ne? Und der andere, der hockt da halt nur rum. Und da seht ihr auch die ganzen Mikrowürmchen. Faszinierend, oder? Ich finde das faszinierend. Deswegen konnte ich auch nicht das züchten oder das nachzüchten lassen, weil diese Entwicklung von so einem kleinen Babyfisch ist so atemberaubend. Man hat zwar natürlich auch eine große Verantwortung, aber man lernt auch so unglaublich viel über die Natur kennen. Also schaut mal, die Augen bewegen sich schon richtig und er benutzt die Flossen auch alle schon, das Salz schon da. Das Tier ist circa fast ein Zentimeter, so mal als Größenvergleich. Und auch hier bei den Simplex-Becken, das sieht ein bisschen sauberer aus, ist aber im Prinzip genauso dreckig, habe ich auch jetzt noch eine grüne Pflanze und habe auch einen Lufthebefilter, der im hinteren Bereich eine relativ große Strömung erzeugt. Aber die ist auf den hinteren Bereich gerichtet. Wenn die Tiere ein bisschen Strömung schwimmen wollen, können sie das da hinten tun. Ansonsten haben sie jetzt erstmal keine Strömung. Ich habe sonst immer 24 Liter Becken Ansätze gemacht. Habe jetzt aber hier einfach mal 12 Liter ausprobiert, weil ich damit auch schon mal Erfolg hatte. Und ihr seht, es klappt. Und wenn die Tiere ca. 2 bis 3 cm groß sind, kommen die dann auch in ein großes Becken, wo sie dann auch Bodengrund kennenlernen und Pflanzenwuchs und Filter und alles mögliche. Das ist jetzt hier im Prinzip nur, dass man die Tiere direkt füttern kann, sie ausreichend versorgen kann und säubern kann. Und natürlich auch beobachten kann. Das ist echt faszinierend, oder? Also ich führe es mal nochmal richtig ran. Das ist natürlich nur mein Handy, aber das Makroobjektiv werde ich auch noch mal rausholen. Ich glaube, euch hat das Video ganz gut gefallen. Ja, das war es jetzt mit dem Update. Die anderen Fische sind, glaube ich, da alle hinten unterm Filter und im Moos. Da sind zwei. Ja, da sitzen sie alle. Schaut mal. Suchbild. Sitzen alle im Moos, das wird also super gut angenommen. Und da hinten ist gerade einer, der so ein bisschen in der Strömung schwimmt. Seht ihr das? Ja, also ich könnte ja stundenlang davor sitzen, aber geht ja leider nicht mit Baby. Ich nutze dann die Minuten, wenn sie dann schläft, um hier die Fische zu beobachten und was zu machen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Nachmittag, was auch immer. Achso, die Tiere sind jetzt 7 Tage aus dem Maul raus. Genau, also eine Woche knapp. Und wenn ihr das Splendens Video seht, also von Better Splendens, dann seht ihr auch den Unterschied in der Größe. Denn die Splendens sind ja geschlüpft vor 2 Wochen und die sind immer noch halt nur halb so groß wie die aus dem Maul geschlüpften. Wobei man natürlich auch sagen muss, im Maul sind die 14 Tage circa und haben natürlich dann auch einen Vorsprung. Ja, das wollte ich jetzt nochmal erwähnt haben und wenn euch das Video gefallen hat, dann aktiviert gerne die Glocke, wenn ihr mich abonniert habt, denn so verpasst ihr dann auch kein Update. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auf meine Webseite vorbeischauen oder auf Facebook. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!